Heute reden wir mal wieder über ein echtes Raritäten-Mediabook, das sich in meiner Sammlung befindet. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die größten Raritäten aus meiner Filmsammlung. Und ja, los geht's wie gewohnt nach dem Intro, Freunde. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Bleibt unbedingt dran und bis gleich. So, heute wieder mal ein neues Mediabook, beziehungsweise eigentlich kein neues Mediabook, sondern ein Mediabook, das sich schon länger in meiner Sammlung befindet, aber das mittlerweile sehr rar geworden ist. Und es geht heute um einen 90er-Jahre-Slasher, wie er im Buche steht. Die meisten wissen jetzt wahrscheinlich schon, um was es geht. Es geht natürlich hier um düstere Legenden im Mediabook. Und so schaut das Ganze hier aus. Das ist das Cover-A-Motiv, das Original. Ja, Kinoplakat oder auch DVD-Motiv, je nachdem, wie immer man will. Wir haben hier eine Spotlight-Verelung auf dem Artwork mit drauf. Ich bewege mal das Mediabook hin und her. So könnt ihr das eigentlich ganz gut erkennen. Richtig cool. Vom Spine her schaut das Ganze so aus. Düstere Legenden. Habe übrigens auch den zweiten Teil in der Sammlung. Auch der ist mittlerweile ziemlich gefragt. Gehen wir über zu den Back-Designs hier dieses Mediabooks. Hier haben wir einmal die technischen Daten. Übrigens, demnächst kommen noch ein paar mehr Mediabook-Unboxings, sind nämlich ein paar neue Sachen in meine Sammlung gewandert. Was das genau ist, seht ihr in den kommenden Videos. Natürlich ist auch High Tension drunter, muss ich gar nicht großartig jetzt hier spoilern. Aber auch ein paar andere schöne Sachen. Also da auf jeden Fall demnächst einschalten, da kommen jetzt ein paar Videos auf euch zu. Was mir jetzt hier gerade aufgefallen ist, seht ihr das? Hier ist das Tray, glaube ich, schief eingeklebt, zumindest ein bisschen. Ist mir damals beim Unboxing nicht aufgefallen, jetzt ist mir es hier aufgefallen. Ist halb so wild, aber man sieht es halt. Naja, gut. So, dann kommen wir mal zu den inneren Werten. Hier haben wir einmal auf der linken Seite natürlich die erste Disc und ich positioniere das gerade mal noch ein bisschen anders und zoome näher ran, dann könnt ihr alles besser erkennen. So, sollte das etwas besser sein. Wir haben hier einmal Disc Nummer 1. Wie gesagt, das soll ja hier auch kein Unboxing-Video werden, sondern einfach nur einen neuen Teil dieser Ausgabe hier eben, dieses Formates. Schöner Eindruck. Ja, wie gesagt, das Mediabook ist mittlerweile sehr rar geworden. Liegt halt einfach daran, das ist jetzt nicht künstliche Verknappung oder so. Das liegt tatsächlich daran, dass der Film natürlich sehr beliebt ist. Düstere Legenden ist auch ein sehr guter Horror-Slasher aus den 90ern, gibt es natürlich auch eine M-Ray, ne? Also den gibt es jetzt hier nicht nur im Mediabook oder so. Da bekommt ihr auch die M-Ray, ganz normal mit FSK 16 Freigabe, ist die Uncut-Version des Films. Also da kommt ihr auch problemlos dran. Hier natürlich wirklich was für absolute Fans des Films. Wundert mich auch ehrlich gesagt, dass damals kein, ja, Cover F und G und H und was weiß ich nicht alles noch rauskam, weil mittlerweile sind wir ja echt so weit, das war teilweise bei Cover K sind, Terrifier. Und ja, das ist ja schon echt extrem, muss ich echt sagen. Aber gut, so bekommt natürlich dann auch jeder ein Mediabook, nur die Preise, die gehen halt auch immer höher, nicht nur die Buchstaben. Deswegen finde ich das Ganze dann doch ein bisschen schwierig. So, dann haben wir hier die Disc Nummer 2, die hier so ausschaut. Indruck sieht so aus. Ja, Booklet qualitativ hochwertig, auch richtig cool, muss ich sagen. Einiges an Text mit bei, viele Bilder. Schön verarbeitetes Mediabook, außer das im Trail. Das stört mich jetzt ein bisschen. Das habe ich aber damals gar nicht gemerkt, muss ich ehrlich sagen. Also, ja. Egal, kann man jetzt eh nicht mehr ändern. Kann man jetzt auch nicht mehr reklamieren. Ist jetzt auch halb so wild. Also, wie gesagt, es fällt auch echt nur auf, wenn man jetzt genau hinschaut. Aber, ja. Ich sag mal, in der Qualitätskontrolle sollte das dann schon auffallen, ehrlich gesagt. Finde ich jetzt nicht so cool, aber gut. Ja, mich stört es jetzt auch nicht weiter. Ansonsten muss ich sagen, klare Empfehlung ans Mediabook, wenn ihr es noch bekommt, aber zahlt jetzt hierfür auch keine, ich weiß gar nicht, bei wie viel das liegt, aber ich würde mal sagen so, also OVP bestimmt bei 100 Euro. Ja, nicht mehr original verpackt, weiß ich nicht, wenn ihr Glück habt, bekommt ihr das dann wahrscheinlich auch schon für 50. Ob es das jetzt wert ist, muss jeder von euch selbst entscheiden. Ja, wenn man halt Fan der Filmreihe ist. Aber mehr wie 50 Euro würde ich hier auch auf gar keinen Fall ausgeben, weil damals bei VÖ, das waren noch die Zeiten, da hat Mediabook noch 30 Euro gekostet, ist auch lange her gefühlt. Deswegen, ne, also hier auf jeden Fall aufpassen, dass ihr hier keine Mondpreise bezahlt. Aber ansonsten gebe ich definitiv eine Empfehlung ans Mediabook und auch an den Film raus.
und bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Schreibt mir eure Meinung zum Film und zum Mediabook in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal, euer MoviePro 911 und ciao! Eat the